Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Scrap Mechanic. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier an unserem Gogo-Mobil weitergearbeitet. Und ja, wollen wir ein bisschen fortführen. Wir waren dabei, wir brauchen Ember für die Stoßdämpfer. Warum brauchen wir plötzlich keinen Ember mehr für die Stoßdämpfer? Ach ne, hier für die Teile, ne? Genau. Und Wasser. Wasser. Ember und Wasser. Jetzt können wir natürlich auch nicht fahren. Also Ember kriegen wir aus verbrannten Bäumen. Ah, nirgendwo. Ne, hier haben wir Essen und Trinken. Haben wir eigentlich irgendwas angepflanzt? Ja, es ist eine neue. Ihr bewegt euch doch. Ihr lauft doch hier rum, oder nicht? Das ist eine neue Aufnahmesession, deswegen muss ich erstmal wieder ein bisschen. So. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen in den Spielstand hier. Es werden immer mehr. Muh. Ach da. Okay, nichts gepflanzt. Sollten wir das vielleicht erst noch schnell tun? Dann brauchen wir genau die Eimer eh für Wasser. Wir müssen dann auch Wasser transportieren bzw. herstellen, also das Wasser, dieses Wasser hier unten in dem Kanister quasi. Obwohl Kartoffeln, na egal, jetzt ist es eh zu spät. Aber Kartoffeln brauchen wir eigentlich gar keine. Jetzt haben wir schon 15 Uhr. Ja. Was soll's? Wovon haben wir denn? Ach, ich mache noch ein bisschen rote Beete. Ja. Und schon haben sie uns auch einen Kieker. Deswegen, dann ist das nämlich auch schon egal. Dann können wir auch alles. Nein! Ich habe echt verlernt, wie man die Sachen dreht. Kann doch nicht sein. Sehr seltsam. Ah, Kuh. Oha, ich muss niesen. So, okay. Ist schon krass, ne? Man. Ich glaube, 2 Wochen habe ich es jetzt tatsächlich gar nicht gespielt. Weil zwischendrin bei Star Citizen ja die Fleet Week war. Beziehungsweise die. Nicht die Fleet Week, die. Invictus Launch Week. Mit dem Free Fly Event etc. pp. Da war ich da zu sehr beschäftigt. Um dann mich hier auch noch um Scrap Mechanic kümmern zu können. So. Na, Mukulis? Geht's euch gut? Mö. Okay. Das freut mich zu hören. Ach hier.
Ich würde ja echt gerne mal ein bisschen so probieren, wenigstens mal eine Tür oder sowas, dass ich diese Mechanik mal so ein bisschen verstehe. Mal so ein bisschen mehr austesten, aber das machen wir erst dann, wenn die Karre fertig ist. Oh, ich habe es geschafft, zwei zu bewässern. So. Haben wir mal wieder eine große Ernte. Ja, okay. Aber andererseits, wir brauchen eh Wasser. Wie viel Wasser brauchen wir denn? Zwei Wasser für 10 Stück. Wie viel brauchen wir für einen? Ich weiß jetzt nicht, was wäre denn besser, der Offroad oder der Sport? Ich denke mal erstmal der Sport, oder? 5. Das heißt, dreimal. Also brauchen wir 6 Wasser insgesamt. 4 Hammer. Gut. Habe ich doch? Oder muss ich die hier oben drin haben? Hä? Aber. Ich habe doch einen vollen Eimer Wasser. In 4 Minuten kommen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder muss der leer sein? Aber was bringt mir denn ein leerer Eimer Wasser? Ach so, die müssen hier rein bestimmt. Oder? Ja. Ach ja. Dass er dann ausschließlich da draus nimmt? Naja, okay. So. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. Erledigt. 3 Minuten kommt die Horde. Dass ich die Dinger mit F hinstelle, weiß ich noch. Nur, dass ich sie mit Q drehen muss, das wusste ich nicht mehr. Mäh. So. Und danach, also ich sehe hier nicht wirklich irgendwo ein verbranntes Biom in der Nähe. Was soll das? Kein verbranntes Biom in der Nähe, wo wir das Ember kriegen würden. Also im Zweifel müssen wir wieder zurück, wo unser Raumschiff abgestürzt ist. Was ist denn heute wieder los mit meinem Sprachzentrum? Und uns da das Samba, ho Quatsch, Lamba holen, Ember holen. Mann, 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 Mann. Sind dann immer so die 2 Minuten, wo man nichts mehr tun kann. Warum habe ich die Tasse eigentlich noch im Inventar? Die können wir doch schon dahin packen. So. Und ich wollte eigentlich gerne die Säge. Oh je, oh je, oh je, oh je. 10, 20. Also die Säge ist ja noch billiger. Was kostet denn hier so ein Controller? 5, 1, 3. Wir haben aber auch nur noch einen Kleber.
Oh je. Ich würde das echt gern mal ausprobieren, wenigstens mal. Irgendwie eine Tür oder irgendwas. Oder hier auch schon mal so einen Wassersammler ein bisschen hinstellen. Oh. Hoffentlich gehen die nicht auf die Kühe. Da werde ich doch wieder zum Elch, ey. Ja, vielleicht sollten wir erstmal so eine Vakuumpumpe herstellen als Wassersammler. Weil wenn wir jetzt so viel von dem verbesserten Metall da brauchen, brauchen wir auch viel Wasser. Und das hier erstmal mit dem Eimer hochschleppen. Also wie gesagt, ich habe bei anderen schon ein bisschen was gesehen, aber teilweise muss ich tatsächlich selbst probieren. So, es ist keiner am Gemüse. Die haben die Muckulis in Ruhe gelassen. Hinten ist eine Kiste. Oh, ho. Ach, der Kumpel da oben ist auch wieder da, alles klar. Machen wir ein bisschen Ressourcenfarmen hier. Guten Tag! Ich habe noch nie mitgekriegt, dass sie so musikalisch sind. Oh, hier gibt es wieder so viele neue Kisten. Eine gelbe. Eieiei, hat es Kisten geregnet? Was ist denn hier los? 2 Wochen nicht on gewesen. Ich glaube, da sind wir gerade in einen anderen Junk gekommen. Hat es gerade so ein bisschen gehangen. Oh, hier haben wir noch Mais für die Muckulis. Können wir noch mitnehmen. Da hinten ist noch ein. Noch ein Roboter, ein kleiner Robby, ein Musik-Robby, ein Sound-Robby. So. Wo läuft er rum da? Aua, Freund. Der war auf die Kuh. Dieses Kleine. Liegen hier eigentlich überall für Müll rum. Kann er nicht mitnehmen. Ja, cool. Haben wir wieder ein bisschen um unsere Base rumgeklärt. Es gab so viele Kisten. Jetzt müssen wir gleich mal alles gucken, was die Kisten uns erstmal alles geschenkt haben. Habe ich was gehört? Nein. Ah, ist der Kumpel da oben. Hi, ich habe euch was mitgebracht. Muss erstmal das alles nach oben tun. Und wir haben noch einen Milchshake bekommen. Farbe. Und einen Button. Wup, wup. So, schaut mal, ich hab euch hier.
Das ist doof, wenn drei zusammen sind. Da muss man echt gucken, dass nur die eine das kriegt. Weil sonst hat man zu wenig Malz. Es wird wieder hell. Wir haben die Nacht schon überstanden. Na sowas. Eigentlich überbrücke ich die Nacht ja ganz gerne. Eine Milch noch. Gib sie uns. Was? Schon wieder? So. Ach, hier liegen noch die ganzen Köpfe rum. Können wir aus den Köpfen nicht eine Wand bauen? Das sieht doch auf Dauer bestimmt lustig aus. Muss man da auch irgendwie Musik mitmachen können. Bestimmt mit irgendwelchen Schaltern. Ah, hier haben wir auch noch einen, den nehmen wir noch. Bauen wir uns jetzt eine Wand aus Köpfen. Damit die Jungs auch direkt sehen, wo es lang geht, wenn die immer ankommen. So. Okidoki. Dann noch schnell das Zeug verladen. Was wir jetzt hier alles so bekommen haben. Nee, also ein bisschen. Bisschen Milch müssen wir uns schon aufheben. Obwohl, ich könnte auch mal direkt eine. Ganz vergessen, irgendwie zu essen. Essen und Trinken wird völlig überbewertet. Vielleicht noch ein Möhrchen. Okay. So, Kartoffel und Rübensamen haben wir bekommen. Kann man die wieder hinpacken? Das behalten wir, das kommt noch hier rein. Ja, nicht schlecht. Einziges, was fehlt, ist Kleber. Da müssen wir noch mal ein paar. Ein paar Muscheln organisieren. Das wollte ich doch mal. Okay. So, das packen wir alles hier unten hin. Drei Batterien. So. Fleisch noch da rein. Oh Gott, was schiefe Töne. So, haben wir wieder vier Circuit Boards. Ah nein! Einmal zu viel gedrückt. Und vier von denen. Und dann würde ich sagen, rennen wir erstmal schnell. Der Kumpel wird ja da oben nicht rauskommen, oder? Rennen wir erstmal schnell hier querfeld ein. Ich meine, es war hier lang. Naja, ist auch kein verbranntes Biom. Ja, wir müssten, wenn wir das Auto haben, müssen wir ein bisschen die Umgebung erkunden tatsächlich. Das wäre mal, glaube ich. Hä? Wo sind die denn hin? Wäre mal ganz ratsam dann. Wo ist denn der Kumpel? Hier.
Hat sich gerade so angehört, als wenn hier noch einer wäre. Hat er kein Ärmchen verloren? Doch. Aber wir müssen in 14 Minuten wieder hier sein, ne? Ah! Ich hab deinen Schatten gesehen. Du kleines Schweinchen. Ich habe deinen Schatten gesehen. Mistkerl. Komm doch her. Aua. Du. Was? Wo ist er hin? Wo ist er hin, bitte schön? Da ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Da ist noch ein Hobby. Da ist eine. Oh! Oh. Es tut mir leid, aber ich muss der Kuh helfen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Aha. Aua. Ist mir jetzt egal, das nehme ich in Kauf für die Kuh. Die Kuh lebt aber noch, oder? Ja, die Kuh lebt noch. Alles klar. So, ich fände das jetzt echt toll. Ich hätte auf der Straße bleiben sollen. Weil dadurch, dass ich so viele verschiedene Spielstände habe, oh Gott, wir sind schon lange über der Zeit, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in welcher Richtung hier das Startgebiet war. Aber ich meine, ich bin richtig. Ja, dann würde ich sagen, ich renne mal noch ein Stück. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal in Scrap Mechanics Survival, eure Shazadi. Ciao, ciao.